Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Kreisjugendring Weilheim-Schongau. Mit 75 hast du noch Träume und für die wünschen wir dir viel Glück und viel Segen. Das Schöne am Geburtstag vom Kreisjugendring ist ja, dass da nicht nur einer feiert und beschenkt wird. Der KJR, liebe JugendleiterInnen, das sind wir ja eigentlich alle zusammen. Also, lasst uns zusammen feiern, wie es dem Jugendring gebührt. Im Leitbild des Kreisjugendrings Weilheim-Schongau steht als Vision und Ziel: Wir wollen die uns anvertrauten Jugendlichen begleiten, dass sie im Geiste der Freiheit und Demokratie zu verantwortungsvollen, solidarischen und glücklichen Persönlichkeiten heranwachsen. Darin finden wir uns, die evangelischen und katholischen Jugendverbände, sehr gut mit eingeschlossen. Bei uns klingt da an, verantwortungsvoll mit dem Geschenk des Lebens, unserem Körper und Geist umgehen. Solidarisch heißt bei uns Nächstenliebe, den anderen nicht aus dem Blick unseres Handelns verlieren. Glücklich sein umschließt unseren Glauben, dass wir jeden Lebensaugenblick Begleitung von oben haben. Wir wissen uns mit diesem Leitbild gut in die Gemeinschaft aller Mitgliedsverbände des Kreisjugendringes aufgehoben. Wir hören eine Bibelstelle aus dem Hebräerbrief. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Es geht um die Hoffnung in diesen Versen des Hebräerbriefes, denn sie soll wieder wachgerüttelt werden, im ersten Jahrhundert nach Christus, in einer Gemeinde, die ermüdet und sich fragt, was hat sich eigentlich geändert durch Jesus und warum ist das Reich Gottes immer noch nicht da? Die Hoffnung. Die Hoffnung ist, dass durch das Kommen von Jesus, seinen Tod und seine Auferstehung nichts mehr da ist, was uns von Gott trennt und dass bei Gott alles gut wird. Der Brief sagt, haltet an dieser Hoffnung fest und seid füreinander da und das auch in schlechten Zeiten, in einer Durststrecke, auch in Zeiten mit Verzicht und Entbehrung. Dieser alte Appell passt heute noch, finde ich. Er passt zu uns allen, den Menschen, die in der Jugendarbeit Verantwortung übernehmen, zu den Kindern und Jugendlichen, um die es in der Jugendarbeit geht. Wir alle sind eine Gemeinschaft und in harten Zeiten ist es unser Job, aufeinander aufzupassen und denen aufzuhelfen, die keine Kraft und Hoffnung mehr haben. Und dann sagen die Verfassenden des Hebräerbriefs weiter. Dieses Füreinander-Dasein, das funktioniert nicht, wenn sich alle zurückziehen. Wenn niemand mehr kommt an einen Ort, an dem man sich begegnen kann, dann wird es nicht klappen, sich gegenseitig zu tragen. Wir sind füreinander verantwortlich und es gibt Hoffnung. So war das vor 2000 Jahren und so ist das heute. Einen bunten Blumenstrauß von Fürbitten, von Wünschen überbringen wir dem Kreis Jugendring Weilheim-Schongau für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir wünschen euch, uns, Politiker, vor allem in den Gemeinden und im Landkreis, die Bedeutung der Jugendarbeit in unseren Verbänden kennen, erkennen und hochschätzen, damit dieser wertvolle Dienst für unser Gemeinwesen weiterhin gut ausgestattet ist und ausreichend Ressourcen bekommt. Wir wünschen, dass sich auch weiterhin viele Jugendliche mit Begeisterung und Lust im Landkreis engagieren. Immer eine gute Wahl. Das wünschen wir dem Vorstand und für alle Entscheidungen, die zu treffen sind. Wir wünschen den Kindern und der Jugend wieder intensive Begegnungen und echte Erfahrungen miteinander. Wir wünschen der Jugendarbeit einen fulminanten Neustart in Präsenz und Remote mit Kraft und Bedacht. Wir wünschen denen, die einsam sind, einen Weg zurück in die Geborgenheit einer liebevollen Gemeinschaft. Wir hoffen, dass unser Sehnen und unser Schmerz bei Gott Raum finden. Wir wünschen Hoffnung für alle.
Wir hoffen, dass sich unsere guten Wünsche für den Kreis Jugendring Weilheim-Schongau erfüllen. Dafür bitten wir jetzt Gott um seinen Segen. Guter Gott, lass unsere guten Wünsche zum Segen werden für alle. In den vergangenen 75 Jahren haben sich viele Menschen für den Kreis Jugendring Weilheim-Schongau engagiert. Sie haben dazu beigetragen, dass Jugendliche viel Gutes erleben, wie Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit, Freundschaft, Lebensfreude, Mut, Talente und Begeisterung. Guter Gott, segne alle, die zum guten Gelingen beigetragen haben und beitragen werden. Segne uns alle, gütiger und liebender Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.